Drei Zehnerlein, ein Schweizer Volksmärchen, vorgelesen von Cornelia Braun. Viel Spaß beim Zuhören. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten 13 Kinder. Als das 13. geboren wurde, sagte der Vater zur Mutter: Ich weiß wirklich nicht, welchen Namen ich ihm jetzt geben soll. Die Namen der Verwandten haben wir schon alle in der Familie. Wie nur sollen wir ihn nennen? Die Mutter sagte: Weißt du was? Nennen wir ihn Tretischin. Das heißt der Dreizehnerlein, weil er der 13. war. Und in der Tat, der Knabe wurde Tretischin getauft. Tretischin wurde mit der Zeit ein aufgeweckter Knabe. Nur wuchs er kaum. Er blieb immer der Kleinste von allen. Schon früh setzte sich Tretischin hinter die Bücher und er erzählte wunderschöne Märchen. Auch für die Musik hatte er großes Interesse. Er sang sehr schön und begleitete seinen Gesang auf der Geige. Bei den Tanzanlässen der Dorfjugend spielte er den Langhaus und viele andere Tänze. In seinen Büchern las er viel über die Schönheiten Frankreichs und eines Tages überkam ihn die Lust, die Welt zu sehen. Er sagte zu seinem Vater: Vater, ich will nach Frankreich ziehen und will sehen, ob der König Ludwig nicht vielleicht einen Stallknecht brauche. Der Vater hatte nichts dagegen einzuwenden und nachdem Tretischin von allen Verwandten und Bekannten Abschied genommen hatte, machte er sich auf den Weg. Nun ging er und ging immerzu, bis er eines Tages in eine prächtige Stadt Frankreichs kam. Er ging in ein Gasthaus und fragte den Wirt, wo er den König Ludwig finden könne. Der Wirt schaute ihn an und sagte: Das will ich euch wohl sagen, mein guter Mann. Schaut dort drüben jenes schöne Haus. Das ist der Palast des König Ludwigs. Wartet ein wenig, der Knecht wird gleich aus dem Stall kommen, um die Kühe des Königs zur Tränke zu führen. Dann könnt ihr ihn fragen, ob er vielleicht eine Stelle für euch hat. Tretischin dankte dem Wirt und um die Zeit zu vertreiben, nahm er seine Geige hervor und begann so schön zu singen, dass alle Gäste ihn nicht genug loben konnten und alle gaben ihm Wein und hatten große Freude an diesem schönen jungen Burschen. Obschon Tretischin immer noch klein war, war er doch ein sehr schöner Jüngling geworden. Nach einer Weile stand er auf, nahm die Geige und ging zum Palast hinüber. Eine der Wachen kam heraus und fragte ihn, was er wolle. Tretischin sagte, dass er Knecht werden wolle im Stall des Königs. Und gerade in diesem Augenblick kam der Knecht aus dem Stall mit vielen schönen Kühen mit prächtigen Glocken. Unser Tretischin ging zum Knecht und fragte ihn mit großer Bescheidenheit, ob er nicht eine Stelle für ihn habe. Der alte Knecht schaute ihn von Kopf bis Fuß an und der Jüngling gefiel ihm nicht schlecht. Er sagte also: Kommt mit mir in den Stall. Dort setzten sich die beiden auf eine Bank und der alte fragte Tretischin nach seinem Namen und sagte, er wolle ihn schon als Knecht in Dienst nehmen, müsse aber zuerst den Schreiber fragen. Tretischin war sehr zufrieden und begann sofort irgendwelche Arbeit zu suchen. Jedes Mal, wenn eine Kuh einen Kuhfladen gemacht hatte, sprang er hin,
nahm den Besen und schaffte den Kuhfladen weg. Das gefiel dem Alten sehr, und er lud Tredeschien ein, den Kaffee mit ihm zu trinken. Nachher begann Tredeschien zu pfeifen, zu singen und Geige zu spielen. Alle waren erstaunt über diesen Sänger, sogar der Schreiber, der unterdessen zu den Knechten heruntergekommen war. Und sie ließen Tredeschien keine Ruhe, er musste alle Lieder singen, die er so wusste. Tredeschien wurde also als Stallknecht eingestellt, und es gefiel ihm sehr gut, denn alle mochten ihn gern. Abends, wenn er in den Hof hinausging, um die Kühe zu tränken, sang er immer, so dass es ein Vergnügen war, ihm zuzuhören. Einmal war der König am Fenster und hörte den schönen Gesang. Er rief seine Frau und seine Tochter, damit auch sie den schönen Gesang hören würden, und er fragte den Schreiber, wer das sei. Der Schreiber antwortete, »Ah, das ist der neue Stallknecht.« Darauf sagte der König, »Es ist doch wirklich schade, einen so guten Sänger im Stall zu lassen. Geht hinunter und ruft ihn zu mir herauf.« Der Schreiber ging in den Stall hinunter und befahl Tredeschien, zum König hinaufzugehen. Tredeschien nahm also seine Geige, und nachdem er die Kleider gewechselt hatte, ging er in die Wohnstube des Königs. Dort begann er dann zu spielen und zu singen, so dass alles in großes Staunen geriet, ob des schönen Gesangs. Der König nahm ihn bei der Hand und sagte freundlich, »Wisst ihr was, mein Jüngling, ihr bleibt nicht länger mehr im Stall. Ich will euch Musikunterricht geben lassen.« Nun war Tredeschien natürlich mehr als glücklich über diese Worte, und er dankte dem König aus ganzem Herzen. Es dauerte nicht lange, und alle liebten Tredeschien, denn er blieb bescheiden und war gar nicht stolz auf seine Künste. Nach kurzer Zeit wurde er zweiter Schreiber des Königs. Nach einer gewissen Zeit geschah es, dass der König plötzlich schwermütig und krank wurde. Er konnte nachts nicht mehr schlafen und wurde immer schwermütiger. Immer dachte er an seinen Feind, den Türken, der ihm im letzten Krieg seinen schönen Schimmel weggenommen hatte. Dieser Schimmel ging ihm dauernd im Kopf herum, und zuletzt erließ er einen Dekret, dass derjenige, der ihm den Schimmel wiederbringen würde, seine Tochter oder die Hälfte seines Besitzes bekomme. Unser Tredeschien las dieses Dekret und überlegte lange, wie es möglich wäre, diesen Schimmel zu bekommen. Eines Tages ging er zur Stadt hinaus und kam in einen dichten Wald. Er ging immer weiter in den Wald hinein, und auf einmal stand ein kleines Wildmännchen vor ihm. Das Männchen fragt ihn, »Was suchst du in meinem Wald?« »Sorry«, Tredeschien antwortete, er habe weder tags noch nachts Ruhe, da er immerzu den schönen Schimmel des Königs im Kopf habe. Das Wildmännchen antwortete, ich will dir helfen, aber du musst mir versprechen, in einem Jahr zur gleichen Stunde hierher zu kommen, um mich aufzusuchen. Tredeschien versprach zu kommen. Da riet ihm das Männchen, Watte zu nehmen, um sie um die Füße des Schimmels zu wickeln, in die Türkei zu ziehen als Weinreisender mit Proben, die einen Schlaftrank enthalten würden.
Froh und zufrieden kehrte unsere Treteschien in die Stadt zurück, ging zum König und sagte ihm, er wolle die Türkei bereisen, um den schönen Schimmel zu holen. Der König war sehr zufrieden. Nur die Königin und besonders die schöne Prinzessin wollten ihn nicht ziehen lassen. Aber Treteschien machte sich auf den Weg und lange kehrte er nicht mehr zurück. Nach einer langen Schiffsreise kam er eines Abends spät in der Türkei an. Er war als Händler verkleidet und hatte eine Kiste voll feiner alter Weine. Er ging sofort hinauf in den Hof des Türken und fragte einen Diener, ob er nicht im Stall schlafen dürfe. Die Knechte ließen ihn eintreten und gaben ihm sogar ein Abendbrot. Treteschien schaute sich im Stall um und konnte das schöne Vieh des Türken nicht genug loben. Im Gespräch fragte er den alten Knecht, Pferde habt ihr keine? Aber der Alte wollte mit der Sprache nicht so recht herausrücken und sagte nur, ach, die sind in einem anderen Stall. Nun setzten sich alle um den Stalltisch und Treteschien begann sie mit seinem Wein zu bewirten. Fürs Erste gab er ihnen vom Wein ohne Schlaftrunk. Bald wurden sie lustig und der Alte nahm Treteschien zur Seite und sagte, kommt mit mir, mein Jüngling, ob es nicht erlaubt ist, einen Fremden in den Stall einzulassen, so will ich euch doch die Pferde zeigen. Treteschien lobte die schönen Tiere und fragte, Schimmel habt ihr aber keine? Der Alte, der schon ganz schön lustig geworden war, sagte, doch, doch, wenn ihr wollt, will ich euch auch den Schimmel zeigen. Auch wenn mich das den Kopf kosten kann. Und er ging mit Treteschien in einen ganz kleinen Stall, wo keine anderen Pferde waren, außer dem weißen Pferd des Königs von Frankreich. Treteschien beobachtete alles sehr genau. Dann kehrten sie zu den anderen Knechten zurück, und nun nahm Treteschien den Wein, in dem der Schlaftrunk war. Sie tranken weiter, und nach schlief einer nach den anderen ein, bis alle die Köpfe auf dem Tisch wie Stöcke eingeschlafen waren. Nun nahm Treteschien die Watte, ging in den Stall des Schimmels hinüber, und band ihm die Watte um die Füße und ging mit ihm leise hinunter zu seinem Schiff. Auf einmal aber begann der Papagei des Türken, der immer in der Küche war, aus Leibeskräften zu rufen, Türk, Türk, Treteschien geht mit dem schönen Schimmel. Der Türk erwachte bei diesem Ruf, sprang ins Hemd und lief ans Fenster und rief hinaus, Treteschien, feiner Dieb, wann kommst du wieder? Und Treteschien antwortete mit ganz feiner Stimme, in einem Jahr zu meinem Nutzen und deinem Schaden. Und fort und weg war er mit dem Schimmel. Ihr könnt euch nun vorstellen, welche Freude in Frankreich herrschte, als eines Tages Treteschien mit dem Schimmel erschien. Der König dankte ihm sehr, aber vom Besitz oder von der Tochter sagte er nichts, da er wusste, dass Treteschien zu bescheiden war, um von sich aus danach zu fragen. Und so vergingen einige Monate. Eines Tages begann der König wiederum schwermütig und niedergeschlagen zu werden. Er dachte an seine schöne Bettdecke aus blauem Brokat,
welche die Soldaten der Türken im gleichen Krieg ihm weggenommen hatten. Und auch diesmal erließ er ein Dekret, worin er verkündete, jener, der ihm die Decke zurückbringe, bekomme seine Tochter oder die Hälfte seines Reiches. Es war nun gerade ein Jahr her, dass Tretischin in die Türkei gereist war, und er erinnerte sich des alten Wildmännchens und des Versprechens, das er ihm gegeben hatte. Er machte sich sofort auf den Weg, kam wieder in jenen großen Wald und traf das Männchen. Er fragte es nun, wie er es anstellen müsse, um die Decke vom Bett des Türken zu stehlen. Das Männchen gab ihm eine Stoffrolle und sagte, »Wenn du in der Türkei bist, vor dem Fenster des Türken, so entrolle diesen Stoff, und du wirst eine Leiter finden, auf der du ins Schlafgemach des Türken gelangen kannst.« Tretischin nahm die Rolle und kehrte fröhlich und zufrieden in die Stadt zurück. Als der König hörte, dass Tretischin noch einmal in die Türkei gehen wolle, um die Decke zu holen, freute er sich sehr und sagte zu Tretischin, »Wenn du imstande bist, auch die Decke zurückzubringen, bekommst du auf jeden Fall entweder die Prinzessin oder die Hälfte meiner Habe.« Tretischin machte sich auf den Weg und kam eines Abends halbtot vor Müdigkeit in der Türkei an. Ohne sich durch irgendwelche anderen Sachen aufhalten zu lassen, ging er sofort zum Palast des Türken hinüber. Unter dem Schlafgemach nahm er seine Stoffrolle heraus und begann sie aufzurollen. Wie das Männchen gesagt hatte, kam eine Leiter zum Vorschein. Tretischin ging sachte hinauf, eine Stufe nach der anderen, bis unters Fenster. Als er sah, dass das Zimmer leer war, sprang er zum Fenster hinein, band ein dünnes, langes Seil an die Decke und stieg dann wieder die Leiter hinunter. Nun verbarg er sich in einer Mauernische unter dem Fenster, bis die zwei Palastwachen weggehen und der Türk und die Türkin zu Bett gehen würden. Es dauerte nicht lange, so kamen sie und legten sich zu Bett, und bald begannen sie zu schnarchen wie die Mäder. Nun nahm unser Tretischin das Seil, welches er an die Decke gebunden hatte, und zog einmal fest daran. Die Türkin erwachte, gab dem Türken einen Stups und sagte, »Was ziehst du mir die Decke weg?« »Zum Teufel«, sagt der Türk, »ich habe die Decke gar nicht weggezogen. Du hast sie weggezogen.« Kaum waren sie wieder eingeschlafen, zog Tretischin wieder an der Decke. Nun begehrte die Türkin auf und rief, »Zieh doch nicht immer die Decke weg!« Der Türk antwortete, »Bist du närrisch geworden? Ich habe sie nicht weggezogen. Du ziehst sie dauernd weg und lässt mir nicht einmal nachts meine Ruhe.« Nun begannen sie sich zu beklagen und zu streiten, und unterdessen zog Tretischin schnell und so stark an der Decke, dass sie zum Fenster hinausfiel. In ihrer Wut merkten es der Türk und die Türkin nicht, und Tretischin lief schnell mit der Decke hinunter ans Meer. Aber auch diesmal begann der Papagei aus Leibeskräften zu schreien. »Türk, Türk, Tretischin ist mit der schönen Decke auf und davon!« Kaum hörte das der Türk, sprang er im Nachthemd ans Fenster und rief wütend zum Fenster hinaus. »Tretischin, feiner Dieb, wann kommst du wieder?« »In einem Jahr, in einem Jahr, zu meinem Nutzen und deinem Schaden.« Und fort und weg war er mit der Decke. Als Tretischin nach einer langen, beschwerlichen Reise
in die Stadt des Königs kam, war wieder große Freude im Palast. Der König dankte Tretischin sehr. Von seinem Versprechen wollte er aber auch diesmal nichts mehr wissen. So verging wieder ein Jahr, und eines Abends fragte ihn Tretischin mit großem Anstand nach seinem Lohn. Nun wusste der König nichts, was noch zu sagen war. Darauf aber verfiel er in Gedanken. Tretischin noch einmal in die Türkei zu schicken. Er sagte daher: Gut, ich will dir das geben, was du verlangst, aber nur unter einer Bedingung. Du musst noch einmal zum Türken gehen und mir meinen Papagei, der sprechen kann und der auch gestohlen wurde, bringen. Bei sich selbst dachte der König: Diesmal kehrt er nicht mehr zurück. Diesmal wird er bestimmt gefangen, und dann habe ich meinen Schimmel und meine Decke bekommen, ohne dafür etwas geben zu müssen. Tretischin ging wiederum zum Wildmännchen in den Wald und fragte es um Rat. Das Männchen sagte: Habe keine Angst, ich will dir helfen. Schau, da hast du eine Schachtel mit Bonbons, die ein Schlafmittel enthalten. Nimm sie und gib sie dem Papagei. Tretischin machte sich wieder auf den Weg, obwohl ihn die Prinzessin mit allen Mitteln zurückbehalten wollte. Diesmal zog er zerlumpte Kleider an und sah aus wie ein Bettler. Am Abend spät kam er in der Türkei an und ging in den Palast, ohne dass die Wachen auf ihn aufmerksam wurden. Er ging sofort in die Küche und sagte zur Köchin, indem er ein trauriges Gesicht machte: Um Gottes Willen, gebt mir etwas zu essen. Es sind schon einige Tage her, dass ich nichts Warmes mehr gegessen habe. Die Köchin hatte Erbarmen mit dem armen Teufel und gab ihm einen Teller warme Suppe. Während er seine Suppe aß, kam der Diener des Türken in die Küche. Er sah den Bettler, schaute ihn etwas genauer an und auf einmal rief er: Packt diesen Dieb, packt diesen Dieb! Das ist der Schurke von einem Tretischin, der dem Türken den Schimmel und die Decke gestohlen hat. Auf sein Schreien hin kamen alle Diener und auch die Kammerfrauen dahergelaufen und zuletzt auch der Türk selbst. Kaum erblickte dieser den Tretischin, schrie er: Er würgt ihn und hängt ihn auf! Schafft ihn sofort in eine Mühle und malt ihn zu Tode. Tretischin fiel auf die Knie und bat: Macht mit mir, was ihr wollt, aber bindet mich um Gottes Willen nicht mit einem Hanfseil, denn ich bin am Bauch kitzlig und das wäre der schauerlichste Tod für mich. Darauf schrie der Türk: Gerade diesen Tod sollst du erleiden. Nehmt und bindet ihm mit einem Hanfseil an die Küchentür. Das wurde gemacht und Tretischin schrie und bat, man möge ihn doch am Leben lassen. Diese Nacht kannst du noch leben, sagte der Türke, aber morgen wirst du in der Frühe gehängt. Kaum war Tretischin allein, schnitt er das Hanfseil durch. Er ging zum goldenen Papageienkäfig hinüber und fragte leise: Papagei, willst du Bonbons? Sofort antwortete der Papagei: Ja, ich will, ja, ich will. So aß der Papagei einige Bonbons und schlief sofort ein. Da ergriff unser Tretischin Käfig und Papagei, sprang zum Fenster hinaus und rannte, was er konnte, zu seinem Schiff hinunter. Kaum aber hatte er sich eingeschifft, erwachte der Papagei und begann zu schreien: Türk, Türk, Tretischin geht mit mir, Tretischin geht mit mir. Der Türk sprang wieder im Nachthemd ans Fenster und schrie, halb verrückt vor Wut: Tretischin,
Du Schurke, wann wirst du wiederkommen? Drede Schien antwortete, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Und fort und weg war er mit dem Papagei. Unterdessen hatte der König von Frankreich keine guten Tage. Die Frau und vor allem die Tochter machten ihm dauernd Vorwürfe, weil er den armen Drede-Schien ein drittes Mal in die Türkei geschickt hatte. Die Tochter hatte großen Gram, weil sie den Drede-Schien insgeheim sehr liebte. Nun könnt ihr euch vorstellen, welche Freude alle hatten, als eines schönen Tages Drede-Schien gesund und munter wieder erschien und den Papagei mitbrachte. Der König nahm ihn bei der Hand und sagte, »Nun hast du meine Tochter gewonnen.« Und es dauerte nicht lange, da wurde im Palast eine schöne große Hochzeit gehalten. Sie aßen und tranken und tanzten die ganze Nacht hindurch und die ganze Gesellschaft vergnügte sich wie noch nie. Und hier ist das Märchen zu Ende.